Guten Morgen, Herr Purzel. Was? Nein, Sie stören überhaupt nicht, nein. Was? Natürlich habe ich nicht mehr geschlafen. Wo denken Sie denn hin? Was ich gerade mache. Ich arbeite. Ich bin gerade am Schreiben, das hören Sie doch, oder? Ach so, heute ist Samstag. Ja und? Ich bin nun mal ein gewissenhafter Mitarbeiter, na? Alles für die Firma, alles für den, naja, Sie wissen schon. Ach so. Aber natürlich baue ich Ihren Vorschlag mit in die Präsentation ein. Ist doch kein Thema. Ja, auf Wiedersehen, Herr Purze. Und ganz liebe Grüße an die Frau Gemahlin, ne? Ach so, wir sind ja gar nicht verheiratet. Boah, hab ich einen Kater. Aber eine geile Party gewesen heute Nacht. Let's have some fun, this thing is sick. I want to go ride. Hallo, Mike? Alex hier. Habe ich dich gerade geweckt? Ach komm schon, es ist fast Mittag. Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern. Was? Ach so, es regnet. Naja, wie auch immer. Sag mal, hast du Lust auf Brunch in der City? Naja, es ist so, dass meine Putzfrau gegen 13 Uhr kommt und da ist es am besten, ich räume das Feld. Ja, weißt du, ich hasse es, sie zu sehen, wie sie auf allen Vieren meine Böden dient und mir dabei dauernd den Arsch entgegenstreckt. Nee, die kann es wohl kaum erwarten, dass ich sie anfasse, damit sie mich endlich wegen sexueller Belästigung anzeigen kann und fett abkassiert. Aber bei mir beißt sie auf Granit. Tja, das ist eben der Vorteil, wenn man auf Jungs steht. Okay, also, gegen 13 Uhr im Café Gnosa? Prima, bis dann. No. Gott! Was ist mit meinem hübschen Gesicht passiert? Ja, so ist es besser. Manchmal könnte ich mich selbst abknutschen. Mhm.